Heute geht es um die Magie der Musik. Was löst sie aus? Und wieso ist sie so mächtig? Wir treffen Wissenschaftler, die erforschen, wie die Musik unsere Gehirne verändert. Musik kann enorme Stimulationswirkung für unser Denken und für unser Gedächtnis entfalten. Wir zeigen, wie hilfreich Musik für Frühgeborene ist. Mit Musik macht selbst Mathe Spaß. Und nach einem Schlaganfall kann sie wahre Wunder wirken. Einstein über die Macht der Musik. Schülerkonzert an der Musikschule von der Meilin Streit in Alpnachstadt bei Luzern. Jetzt spielt noch die 9-jährige Nina. Aber schon bald greift hier ein anderer in die Tasten. Ich muss jetzt gerade dort auf die Bühne und ein Klavierstück spielen, das ich gestern zum ersten Mal überhaupt gehört habe. Und nicht nur das, ich habe gestern auch das erste Mal überhaupt Klavier gespielt. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein. Wir machen heute aber nicht nur Musik, wir widmen uns auch der Macht der Musik. Wie fest beeinflusst sie unser Gehirn? Und macht Musik vielleicht sogar schlauer? Musik soll der kleinen Mathilda helfen, sich zu entwickeln. Sie kam 3 Monate zu früh zur Welt. Jetzt ist sie 2 Wochen alt und bereits Probandin in einer Studie des Universitätsspitals Zürich. 3-mal pro Woche summt Friederike Haselbeck für Mathilda. Sie will beweisen, dass Musik die Hirnentwicklung von zu früh geborenen Kindern positiv beeinflussen kann. Unsere These basiert aus verschiedensten Studien, wo man bereits zeigen konnte, dass Musik einerseits ganz viele Areale im Gehirn gleichzeitig stimuliert und vor allen Dingen, dass dieses musikalische Lernen, so nennt man das, bereits vor der Geburt beginnt. Also frühgeborene Kinder eben schon ganz offen sind für dieses musikalische Lernen. Dass Friederike Haselbeck die Kinder erreicht, zeigt sich auch bei Mathilda. Sie entspannt sich, hebt ihr Händchen, macht die Augen auf. 60 Babys werden für die Studie untersucht, 30 ohne und 30 mit Musiktherapie. Für diesen 15 Wochen alten Jungen steht die Untersuchung heute an. Auch er eine Frühgeburt. Friederike Haselbeck summte und sang regelmäßig für ihn. Eigentlich wäre erst jetzt sein Geburtstermin. Im Magnetresonanztomographen untersuchen die Forscher, wie sich das Gehirn entwickelt hat. Bei diesem frühgeborenen Knaben, den wir jetzt im Emory haben, sieht das Hirn gut entwickelt aus. Man sieht, dass die weiße Substanz gut ausgereift ist. Was wir häufig bei frühgeborenen Kindern sehen, was wir hier in diesem Bild sehen, ist, dass das Hirnvolumen vermindert ist, vor allem die weiße Substanz. Wir erhoffen uns, dass durch die Musiktherapie gerade ein solches Bild nicht mehr entsteht. Die ersten Ergebnisse lassen vermuten, dass Musik die Hirnentwicklung der Frühchen tatsächlich stimuliert. Doch wie genau schafft sie das? Seit einem Vierteljahrhundert untersucht Lutz Jenke von der Universität Zürich diese Frage. Was mich interessiert ist, wie die Hirnaktivität sich dynamisch, also über die Zeit hinweg, beim Hören von Musik entfaltet und inwieweit diese Hirnaktivität durch individuelle Erfahrungen mit der Musik, aber auch mit anderen Aspekten verändert wird. Und die Ergebnisse, die wir erhoffen, daraus zu erzielen,
wollen wir anwenden, um möglicherweise in der Zukunft daraus klinische Anwendungen entstehen zu lassen. Die hüpfenden Linien auf dem Monitor zeigen die elektrische Aktivität des Gehirns dieser Probandin, die in einer schallisolierten Kabine Vivaldis vier Jahreszeiten hört. Ein Stück, das Lucienke an seine Zeit in Boston erinnert, wo er während des Indian Summer viele Wanderungen durch die herbstlichen Wälder unternahm. Jedes Mal, wenn ich den Herbst höre, dann denkt mein Gehirn an Herbst. Ich sehe die farbigen Blätterwälder vor mir. Ich erinnere die Landmarken, die wir abgeschritten sind. Ich habe sogar Erschöpfungszustände in meiner Muskulatur. Ich rieche den Geruch der von den Bäumen gefallenen, seinen auf dem Boden liegenden faulen Blätter in meiner Nase. Und das alles, weil ich nur diese Musik höre. Und das Spannende ist, wenn sich mein Gehirn anschauen, während ich diese Musik höre und betrachten die Aktivierungswellen, die über mein Gehirn wandern, passt das perfekt zu den Erfahrungen, die ich habe. Den Forscher interessiert, wie unterschiedlich dieses Stück auf Menschen wirkt, die keinen emotionalen Bezug dazu haben. Von den aufgezeichneten elektrischen Signalen kann Jenke auf die entsprechenden Aktivitäten im Gehirn schließen. Also wenn ich diese Aktivitäten mit meiner vergleiche, sind Ähnlichkeiten festzustellen, aber auch Unterschiede. Ähnlichkeiten dahingehend, dass zum Beispiel hier bei diesem Gehirn nicht nur der Hörkortex aktiv ist, sondern auch andere Hirngebiete, die normalerweise nicht mit der Verarbeitung von Gehörtem betraut sind. Bei mir ist es allerdings ein bisschen mehr, was Sie dazu sehen haben. Und dies ist das Gehirn von Lucienke, wenn er, genau gleich wie die Probandin vorher, Vivaldis vier Jahreszeiten hört. Die Musik evoziert, also erzeugt in meinem Gehirn ein Gewitter von Aktivitäten, das viele Nervennetzgebiete aktiviert, die in die Kontrolle und Generierung verschiedenster Wahrnehmungen und Gedächtnisinformationen eingebunden sind. Doch wenn bereits Musik hören einen so großen Effekt auf das Gehirn ausübt, was hat dann erst das Musizieren für Effekte? Das hat Jenke bereits vor Jahren erforscht und festgestellt, dass sich das Gehirn bereits nach kurzer Zeit neu zu vernetzen beginnt. Und man sieht, dass die Hirngebiete beginnen, effizienter zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Netzwerke arbeiten eleganter zusammen und verschwenden nicht so viel Energie, indem sie ihre Energie verstreuen, sondern sie bündeln die Energie, sodass die entsprechenden beteiligten Hirngebiete auch effizient funktionieren. Für Lucienke steht fest, ein Instrument zu lernen ist ein ideales Mittel, um das Gehirn auf Trab zu bringen. Und sie bringt mich jetzt denn so richtig auf Trab. Mailin Streit, meine Klavierlehrerin. Ich habe noch nie Klavier gespielt und soll nach nur einem Tag üben das Stück spielen vor Publikum. Das kann ja heiter werden. Hühnerhaut. Wow, das klingt cool. Ja wunderschön, aber jetzt kannst du mir das Stück spielen, das ich nachher auch spielen soll. Meinst du? Soll ich die Händchen klein vorspielen? Nein, wir probieren das. Wenn ich schau mal, nein, was passiert. Also am Anfang habe ich noch gedacht, das. Ja, okay, ja. Aber also mit Händen überkreuzen und allem. Weißt du, das Stück, das gut an dem Stück ist, es hat zwei verschiedene Schwierigkeitsstufen, Versionen. Also, ich habe einen Tag erste. Zeit, nicht ein Jahr. Ja, okay, ich weiß. Nein, das ist unmöglich, oder? Denkst du? Wir probieren es. Also ich bin guten Mutes. Ich glaube, wir schaffen das. Okay. Also es ist da nur in der rechten Hand ein paar Töne, in der linken Hand. Nur schon die Noten erschlimmt mich. Wie soll ich mich da in so kurzer Zeit zurechtfinden, geschweige denn spielen können? Die Mailin Streit will es mir beibringen, mit ihrer ganz eigenen Methode. Was mich jetzt noch wundern nimmt, oder? Im Gegensatz zum ganz klassischen Klavierunterricht, wo man Noten lernt und dann spielt, was unterscheidet diese Methode effektiv vom klassischen Klavierspielen? Eigentlich komplett. Es ist komplett anders, denn wir gehen den komplett anderen Weg. Wir verstehen nicht erst, was passiert, sondern wir greifen zuerst. Wir kommen erst vom Spiel und dann
erleben wir, was passiert hier. Und mit der Zeit beginnt dann das Begreifen, was mache ich eigentlich, was tue ich eigentlich. Und das ist die natürliche Art des Lernens. Zuerst tun, zuerst ausprobieren, spielen und dann verstehen, was passiert. Sie redet von der Schneemann-Methode. Warum Schneemann? Dazu später mehr. Für mich zählen jetzt zuerst einmal nicht die Schneemannen, sondern die weißen und schwarzen Tasten. Ich soll lernen, mich auf dem Klavier zu orientieren. Für die Orientierung, fürs Gefühl, sind die schwarzen Tasten die wichtigsten. Ganz, ganz essentiell. Mhm. Wenn wir zuerst die schwarzen Tasten immer fühlen und fühlen, aha, hier gibt es Zweiergruppen, das sind die schwarzen Zwillinge. Geh ich mal auf die schwarzen Zwillinge. Genau, spielst du die schwarzen Zwillinge? Cool. Sofort die Drillinge als eine Gruppe sehen, die Zwillinge als eine Gruppe und das Zaubertal dazwischen. Und das ist das C. Jetzt, wenn du den Daumen alleine spielst, die weiße Taste, das ist das C. Das C ist sehr wichtig, der Mittelpunkt von meiner, sagen wir, Landschaft auf dem Klavier. Und dann kommen es doch noch die Noten, beziehungsweise die Schneemannen, die der Mailin ihrer Methode den Namen gibt. Der einfache Schneemann steht für einen einfachen Dreiklang-Akkord. Und das C ist immer die Orientierungsstelle. Bei diesem Notenbild hat der Schneemann das C als Fuß. Hier als Bauch. Und in diesem Fall als Kopf. Aber auch andere Akkorde haben ihr eigenes Bild. Beispielsweise der Tieffuß. Oder der Hochkopf. Das ist der Schneemann. Schau, jetzt hast du schon den Schneemann entdeckt. Möchtest du probieren? Ja. Aber wirklich ganz, ganz langsam. Nein, das ist nicht langsam. Lass dir Zeit. Weißt du, wenn du dich jetzt schon stresst. Das ist geil. Ich also, habe nicht lange Zeit. Also. Die Mailin arbeitet mit Bildern. Schneemannen statt nackte Noten. Das hilft mir, aber bis die Magie von der Musik so durchkommt, wie dort, wo die Mailin mir das Stück vorgespielt hat, dauert es, glaube ich, noch ziemlich lang. Da wäre der Bauch und jetzt zusammen. Richtig. Jetzt bist du mit anderen Fingern angekommen, aber das ist auch nicht schön. 5x2 ist 10. 6x2 ist 12. Die Magie der Musik. Sie ist so zauberhaft, dass sie Schülern neuerdings als Lernhilfe dient. Schwierigkeit dabei ist, manchmal gibt's gar keine Lösung, manchmal eine, manchmal zwei, falls du das nicht. Die Mathe-Songs des Studenten Johann Beurich sind im Netz ein Hit. Auf diese Weise wird sogar der Satz des Pythagoras verstanden. Bis zu 300.000 Mal werden Beurichs Mathe-Songs angeklickt. Was auf YouTube bereits für Furore sorgt, will Musikpädagoge Markus Zljovecek mit seinem Projekt Klingende Wege zur Mathematik in die Schulstuben holen. Ho, 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 tarukoi. Wenn wir Musik mit in Unterricht bringen in den anderen Fächern, dass das sehr zauberhaft wird, das Fach wird plötzlich fängt an schillern und wird interessant. Und den Kindern geben wir die Möglichkeit zu handeln. Und die Wissenschaft der Muster, die Mathematik ist, eben in der Handlung auch zu erfahren. Denn Mathematik und Musik sind Geschwister. Rhythmen, Akkorde und Harmonik funktionieren nach mathematischen Prinzipien. Stimmen die Zahlen hinter der Musik, empfinden wir diese als schön. Das gilt auch für komplexe Musikstücke wie dieses japanische Lied. Mit seinem besonderen Rhythmus eignet es sich hervorragend für ein Experiment im Mathematikunterricht. Tarukoi. Und jetzt alle zusammen. Achtung. Und ho, 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 tarukoi. Während des Singens sollen die Schüler visualisieren, was sie hören. Konkret heißt das, sie sollen die Gesetzmäßigkeiten und Regeln der gehörten Töne und Takte auf Papier bringen. Und zwar nicht mit Noten, sondern mit Zeichen und Symbolen. Ho, tarukoi.
Was die Schüler hier umsetzen, nennt man Mathematisieren. Mathematisieren heisst eigentlich, eine Situation aus dem Alltag übersetzen in eine allgemeingültige, in eine abstrakte Sprache, es auslösen aus der aktuellen Situation und probieren, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Und dann, also diese Farbe stellt eine Pause dar und mit den Kreuzen und so habe ich eigentlich die Teile gemacht. Ah, super, das oben ist eine Legende. Also es ist auch ein Trick, oder? Man kann irgendwelche Zeichen erfinden und dann sagen, blau heißt tiefer, pink ist höher, dieses rot ist Pause und grün ist noch höher. Ping-Pong geht nach rechts. Eins. Auch bei dieser Übung geht es darum, dank Musik einen anderen Zugang zum mathematischen Denken zu finden. Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Hälfte sitzt klatschend im Kreis und zählt von 1 bis 30. Dabei werden zuerst alle Zahlen aus der Dreierreihe durch das Wort Ping ersetzt. Danach alle Zahlen aus der Viererreihe. Die andere Hälfte steht an der Wandtafel, hört die Gruppe im Kreis und muss versuchen, das Muster zu erkennen. Aha, also. Wenn man das Muster sieht, sieht man halt sofort, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit muss haben. Und wenn man so das Spiel verfolgt, beim 3er-Reihe geht es noch einfacher, da sieht man, dass es immer die gleiche Person ist. Aber 4er-Reihe, da ist dann immer etwas anderes. Also ich habe ein sehr cooles Experiment gefunden, jetzt, dass man die Musik und die Mathe miteinander verbinden kann, weil man zum einen den Rhythmus hatte, den man geklatscht hat, und zum anderen noch überlegen von den Reihen her. Vielleicht gibt es ja schon bald das Fach Mathe-Musik. Bis es soweit ist, müssen sich die Schüler mit den Songs von Johann Beurich begnügen. Aus der Summe der Quadrate der Koordinaten, womit man sozusagen auf die Länge des Vektors guckt. Und da das jetzt bekannt ist, geht's gleich weiter mit dem Skalarprodukt. Skalare sind im R hoch 3 einfach nur reelle Zahlen. Und eine von denen werden wir hier als Ergebnis haben. Vektor A mal Vektor B ist, vergiss das bitte nie, Betrag von A mal Betrag von B mal der Cosinus von Phi. 3 Stunden sitze ich jetzt schon am Klavier. Schneemann habe ich als Orientierungshilfe eingezeichnet und wüsste jetzt eigentlich, welche Tasten ich spielen müsste. Wenn du nicht meine Feinmotorik wäre, die grössere Pianistenambitionen noch dahin schmelzen lässt. Ich habe keine Ahnung, wie nachher meine zweite Hand dazukommen soll. Ja. Schaffe ich nie. Ausprobieren. Weißt du, wie sicher eine Hand ist? Wenn die andere Hand sicherer wird und auswendig geht, dann kannst du mehr Kapazität frei für die andere Hand. Wie ist das eigentlich? Du hast ja sehr viel auch mit Musik zu tun, hast sehr viele Schüler. Was ist für dich im Zusammenhang mit Klavierspielen und vor allem auch der Musik oder vielleicht der Magie von der Musik so ein bisschen das prägendste Erlebnis gewesen? Wenn du von der Magie von der Musik sprichst, dann fällt mir ein Schüler ein, der leider die Magie verloren hatte, weil das war ein Pianist und der hatte durch sehr viel Üben und durch sehr viel, sagen wir, Wollen beim Üben, durch eine ganz, ganz sagen wir, erfolgsorientierte Haltung, hat er einen Musikerkrampf entwickelt. Das heißt, er hat die rechte Hand hat beim Spielen bei den 3 Fingern tack, sofort gekrampft, selbst als er nur jemandem die Hand geben wollte. Und er konnte dann gar nicht mehr spielen. Und dann habe ich ihm helfen können, durch eine andere mentale Einstellung, durch einen anderen Zugang, wieder die Freude am Spielen erstmal zu bekommen und ihm geholfen, umzuprogrammieren, dass die Bewegungen wirklich fließend laufen. Und heute kann er nicht nur seine Schüler wieder begleiten, sondern er spielt sogar wieder Rachmaninow. Und das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich. Ja, Musikerkrampf habe ich noch nicht, aber Gott sei Dank, ein rechter Krampf mit der Musik. Ich muss noch üben. Ich muss noch üben, es gibt viel zu tun. Also, sollen wir gerne noch mal hier einsteigen? Machen wir gerne noch mal, ja. Ja. Ja, es braucht noch einiges, bis bei mir der magische Funke überspringt. Du sitzt zu Haus und machst ein finsteres Gesicht. Im Gegensatz zu hier. Zürich, Oerlikon. Einmal im Monat werden hier im Tanzcafé dank Musik müde Knochen wieder munter. Und geistige Defizite zweitrangig. Die meisten hier leiden unter Demenz. Längst nicht allen sieht man ihre Krankheit an, aber die Musik hilft, Körper und Geist wieder in Schwung zu bringen. Und das geschieht ganz automatisch.
Uli Windlinger leidet seit 2 Jahren an Alzheimer. Regelmäßig kommt der 75-Jährige mit seiner Partnerin ins Tanzcafé. Ich merke, da ist etwas, das mehr in mir drin ist, als ich vorher gekannt habe. Weil ich eine neue Sprache entdecke, wo eine Bewegung dazugehört, wo ich nicht irgendein Gedächtnis aktiviert behalten muss, sondern wo ich bin, so wie ich bin, aus dem Bauch raus. Demenz legt im späten Stadium das Gehirn komplett lahm. Nervenzellen sterben ab und gehen für immer verloren. Thomas Bickel leidet unter schwerer Demenz. Der 66-Jährige redet nicht mehr. Auch eigenständiges Handeln ist nicht mehr möglich. Doch mit Hilfe der Musik kann ihn seine Frau Christine wieder in Schwung bringen. Tanzen hat er früher eigentlich nie. Das ist erst jetzt mit der Demenz gekommen, dass er alles, was er zu Zähl berührt, Bewegung, dass es einfach wichtiger wird. Wenn der Geist einfach nicht mehr das macht, was man sich gewöhnt ist von früher. Einfach, dass man über das Gefühl geht. Und das merkt man auch. Er lässt jetzt auch Nähe gerne zu wieder. Und das war früher nicht so gewesen. Er war ein sehr rationaler Mensch gewesen. Und jetzt kommt einfach das Feine wieder raus. Karim Derser, den ehemaligen Bankangestellten, traf die Demenz mitten im Arbeitsleben. Das war vor 3 Jahren. Man sieht es ihm nicht an, doch die Krankheit machte den heute 59-Jährigen zum IV-Rentner. Derser lässt kein Tanzcafé aus. Hier blüht er auf. Wenn ich tanze, dann muss ich das Hirn aktivieren. Ich muss Bein, ich muss die Augen, ich muss alles. Es muss alles schaffen. Und das habe ich jetzt, seit der Krankheit habe ich das vermisst. Das ist für mich ein Segen. Die Kraft der Musik soll auch ihm helfen. Vor 4 Wochen hatte Bruno Ceresola einen Schlaganfall. Seither kann er kaum noch sprechen. In der Reha Rheinfelden soll der 73-Jährige seine Sprache wiederfinden. Dank Musik. Musiktherapeutin Beate Rölke will ihn über Klänge und Rhythmen mit der eigenen Stimme wieder vertraut machen. Draußen im Wald, im Idealfall würde Bruno Ceresola an der richtigen Stelle einsetzen. Doch das klappt noch nicht ganz. Frühling, Frühling, wird es nach einem Schlaganfall ist oft das Sprachzentrum geschädigt. Musik hilft, das Sprachvermögen zu reaktivieren. Sie stimuliert viele Bereiche im Gehirn. Zum Beispiel das Hörzentrum. Das Lern- und Erinnerungsvermögen sowie das Ton- und Melodiegedächtnis. Musik ruft Emotionen hervor. Das passiert hier. Wer singt oder musiziert, aktiviert diesen Bereich. Musik und Musizieren unterstützen die Reorganisation des Sprachsystems, indem Verbindungen zwischen den Systemen aufgebaut oder verdichtet werden. Ein Tag. So wunderschön wie heute. Auf Anhieb findet Bruno Ceresola seinen Einsatz. Ein Weckruf und Erfolgsmoment. Nie vergehen. Jawohl. Wenn das Glück da ist, dass der Mensch vorher viel gesungen hat oder Lieder gut verankert sind im Gedächtnis, dann kann er die Sprache abrufen in Verbindung mit der Melodie. Und das ist natürlich emotional ein ganz wichtiges Moment, wenn jemand spürt, ich kann das ja noch. Ich kann ja singen und die Worte kommen, wie sie sollen, dazu passend aus meinem Mund heraus. Wenn ich noch mal wüsste, was Vogel ist er war, Vogel ist er kommt von Adelbodenhaar. Auch hier zeigt sich, der Patient kann kaum reden, aber gut singen. In diesem Moment greift der 73-Jährige nicht auf sein Sprachzentrum zurück, sondern auf andere Hirnregionen. Therapie war nicht so schlecht.
die Singstunde, man kühles, etwas Befreiendes. Der Patient hat große Fortschritte gemacht. Anfangs war es ihm nicht möglich, Worte auszusprechen. Es war ihm anzumerken, dass er weiß, was er sagen will, aber die Worte, auf die konnte er nicht zugreifen. Und jetzt nach 4 Wochen kann er durchaus Sätze formulieren, kann auch Wünsche, Befindlichkeiten formulieren. Also es ist weit über einen Automatismus hinaus. Also er kann schon vieles aussprechen jetzt. In Zürich-Oerlikon nähert sich die Party ihrem Höhepunkt. Verena Speck. Seit 5 Jahren organisiert die ehemalige TV- und Radiojournalistin den monatlichen Tanznachmittag. Die Freude der Demenzpatienten und ihrer Angehörigen, das ist es, was die 74-Jährige antreibt. Ich sehe, wie es strahlt oder wie einfach Emotionen wach werden. Manchmal kommt auch ein Tränchen, also je nachdem, was man gerade spielt. Das ist schon sehr schön zu sehen. Die 84-jährige Adelita Noll leidet unter fortgeschrittener Demenz. Doch ein Lied holt sie immer wieder aus ihrem Dornröschenschlaf. Ich habe einen Schatz am schönen Zürichsee. Es trifft ihre Seele, oder? Dass sie einfach die alten Stücke von früher bewegt sie sehr. Das stellt mich sehr auf, oder? Weil es natürlich immer wieder schön ist, wenn ich sie so ein bisschen sehe wie früher und dass sie einfach nur die Freude hat, oder? Gelöst und befreit. Die Macht der Musik macht's. Jetzt ist er da, der Moment der Wahrheit. So. Ui. Nach nur einem Tag Klavierunterricht bin ich auf der Bühne. Also es geht immer ein bisschen länger. Und Sie dürfen auch nicht verschrecken, wenn gewisse Töne sehr lang gehen, weil ja, es braucht immer eine Weile, bis es da oben richtig tönt. Und darum braucht es seine Zeit. Besser wird es nicht mehr. Dankeschön. Ja, ein Tag Musik ist vielleicht doch ein bisschen wenig hier auf dem Sender. Da erwartet Sie heute Abend noch NZZ-Format. Und weil ich schlicht keine Zugabe habe zum Spielen, wenn wir jetzt die Magie von der Musik aber gleich einmal noch richtig hören und auch richtig hören, wie das hier tönt hat, wenn nämlich meine Lehrerin Platz nimmt. Recht einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bitte schön, meine Lieben.